Moment mal. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Da müssen wir hin? Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Trolle, Fallen und weiß der Geier. Gut zu wissen. Was machst du denn? Hallo. Bleibst du jetzt da stehen, oder? Komm, ich red noch. Oder bist du vom Huhn irritiert? Hier entlang. Ja, was denn? Ah, jetzt. Warum rennt sie denn jetzt weiter? Ich frage mich, warum nur Lukans goldene Klaue gestohlen wurde. Ich meine, wir haben doch alles Mögliche im Laden, das genauso viel wert ist. Lukan fand die Klaue etwa ein Jahr, nachdem er den Laden eröffnet hatte. Er hat nie richtig erklärt, woher er sie hatte. Er ist ziemlich durchtrieben. Interessant. Vielleicht hat er sie selber ja geklaut. Na, was denn nun? Hä? Hier entlang. Soll ich jetzt wieder vorrennen, oder was? Bis zur Brücke, oder? Kommt sie bis zur Brücke, oder bis wohin? Dies ist die Brücke, die aus der Stadt hinausführt. Der Weg, den nordwestlich gelegenen Berg hinauf, führt zum Ödsturz-Hügelgrab. Ich sollte wohl zu meinem Bruder zurückkehren. Er gerät außer sich, wenn ich zu lange fortbleibe. Er ist noch so ein Kind. Vielleicht macht er sich einfach Sorgen. Streiten sich, aber... Man sollte doch schon auf seine Geschwister aufpassen, oder nicht? Okay. Nordwesten hat er gesagt. Aber ich muss noch erstmal was gucken. Oh, was war das denn jetzt? Ich glaube, ich wollte eigentlich Amiibo einsetzen. So. Ja, geht doch. So, und zwar setze ich diesmal nur meine Zelda-Amiibos ein. Hallo? Achso. Jagdbogen, Spaten, Eisenpfeile. Na gut. So. Nochmal. Das Geilste wäre, wenn ich das Masterschwert bekommen würde. Deswegen habe ich mir das Stahlschwert auch nicht geholt jetzt. Weil ich ja hoffe, dass da jetzt das Masterschwert dabei ist. Aber irgendwie ist das noch nicht drin. Weiter. Ein Glück, dass ich überhaupt so viele Zelda-Amiibo... Ja, geil! Masterschwert. Geil. So. Läuft. Wo ist er denn? Nice. So. Eisenkriegsaxt. Ciao. Holzfäller. Lassen wir erstmal. Jagdbogen, den nicht fein weg. Spitzhacke lassen wir. Stab der Flammen. Den können wir das nächste Mal verkaufen. Der ist wert 183. Das ist gut. Fein. Wert 100. Im Endeffekt müssten wir die mal verkaufen. Ja. Alter!
Ja, dann können wir auch alles mitnehmen. Wir sehen jetzt Slow Motion Walking. I'm walking on sunshine. Ah, wir haben noch 3 Zelda Amiibos. Aber ich glaube nicht, wir haben ja jetzt alle 3 Teile und ich glaube, mehr kriegt man ja gar nicht. Aber immerhin, ich glaube, das Schwert sieht aber auch geil aus. Alter, nee, das dauert mir zu lang. Ich muss ein paar Objekte loswerden. Am besten bei Sonstiges. Hier, ganz ehrlich, hier. Korb, ciao. Ciao, ciao. Wert 1. Guckt euch an, wie viele Körbe ich mit mir rumschleppe. Unglaublich. Traglast 319 bin ich noch. Was haben wir noch? Krüge. Alle. 316. Bügeleisen. Ja, ciao. Wert 6. Besen. Das war schwer. So, Waffen. Irgendwas, was jetzt zu schwer... Ach, Gewicht 12 hat das. Gewicht 7. Oh, jetzt fehlt noch einer. Eine Sache. Hier kommt Kleidung weg. Okay. Hier war der Laden, oder? Nee, noch ein Stück. Hier. Ich muss die Waffen loswerden, die ich nicht benutze. Zeigt, je eher ihr die Klapp... Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Ja, gut, Waffen. Also, Eisenkriegsaxt weg. Stab der Flammen. Oh. Wieso kriege ich nur Wert 60? Der hat doch einen höheren Wert. Oder hat er keine Kohle? Der Junge ist pleite. Der hat keine Kohle. Ach, egal. Ciao. So. Stahlkriegsaxt. Da. Eine weg. Ja, jetzt die Frage. Die Axt. Die brauche ich nicht. Ich habe das Masterschwert. Ciao. So, und die Axt. Stämmelschmiede. Ich bin mir nicht sicher, ob der Zweihänder noch irgendwas bringt. Deswegen werde ich die Stahlstreitaxt wegmachen. Bekleidung. Pelzrüstung weg. Das hat nur Gewicht 1. Das können wir drin lassen. Gewicht 0,5. Was hat jetzt Gewicht 2? Pferdehüfte. Ja gut, geht. Lalala, die haben ja von dem Gewicht her alle ziemlich wenig. Wert 0. Dietrich. Eimer. Wert 0. Wert 1. Ach, deswegen. Ich krieg bei dem weniger. Mhm. 227. Ja, wir haben jetzt gut. Wir haben gut Platz gemacht. Auch wenn es nicht so viel ist. Aber besser als nichts. Was ich jetzt auf jeden Fall mal kurz machen will, ist zur Schmiede gehen und gucken, ob das Masterschwert. Vorsichtig! Als Maul. Ja, Werkbank benutzen. Eisenhelm. Eine Verteidigung dazu. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen, versteht sich. Lederstreifen, nein. Stahlschild, Eisenstiefel, Stahl durch. Schleifstein.
Danke. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Veredelter Mondstein braucht man dafür, oh Mann. Können wir irgendwas Neues herstellen, oder? Hallo. So. Schmiede. Fels, sonstiges. Nein. Ja, super. Jetzt haben wir zwar das Masterschwert, aber können damit nichts anfangen. Egal. Egal, gut, dann gehen wir mal auch immer ihr benötigt, und machen die Nebenquest. Es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Hä? Lol. Ich bin in die falsche Richtung gegangen. Wir müssen über die Brücke raus aus dem Dorf. Yeah, Masterschwert. Ganz ehrlich, nicht Waffen? Bekleidung? Komm, Einrüstung und Magieresistenz. Dann nehmen wir mal. Hä? Ich hatte doch gerade hier Waffen? Masterschwert? Verstehe ich nicht. Ich hab doch gerade das Schild benutzt, oder nicht? Ah, gut. Super. Und... ja, Amiibo. Erstmal nicht. Schauen wir mal. Nach Nordwesten wollt der ein paar Banditen. Oh, hier. Oh. Verdammt. Oh. Das war ja schnell. Wolfspelz. Warte förmlich nur darauf, dass gleich wieder jemand kommt. Vor allen Dingen, weil wir ja auf Banditenjagd sind. Es ist schön, dass wir am Tag mal unterwegs sind. Da sieht man mehr. Am Tag gefällt mir die Atmosphäre besser als bei Nacht, wenn es so dunkel ist. Was ist denn das da? Links? Oh. Ist das aber eine Überraschung? Ach, alles zu Gold. Ja. Wenn ich das bloß könnte. Endlich, damit ich mir eure Sachen nehmen kann. Ich kann es gar nicht erwarten, euer Geld zu zählen. Komm her. Voll aufs Maul. Was haben wir da? Ein Eisenschwert. Aber ich habe das Masterschwert. Ich brauche sowas nicht. Was hat er denn? Dietrich nehme ich mit. Gold nehme ich mit. Nee. Da. Gold nehmen wir mit. Gold nehmen wir mit. Ja. Langt. Schauen wir mal. Gibt es hier irgendwas? Ein Stuhl haben sie hier. Oh, was haben wir denn da in der Ecke? Ein Geldbeutel. 16 Gold. Holzkelle brauchen wir nicht. Gehen wir hoch. Schauen wir erstmal drin.
Hier mal Ego-Perspektive, da sehen wir, glaube ich, mehr. Durchsuchen Fass. Ein paar Kartoffeln. Und noch ein Fass. Da. Tomaten. Kartoffeln. Und noch eine. Mit Karotten. Super. Schauen wir mal. Gewichts. Nee, oder? Laternen? Nee. Nehmen wir nicht mit. Noch eins höher. Truhe. Nee. Panzerschuppen brauchen wir nicht. Gut. Gehen wir wieder runter. Was haben wir hier? Schneebären. Ödstürzhügelgrab. Aha, hier genau, hierhin sollen wir. Oh, vielleicht kommt jemand um die Ecke. Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Gehört? Na, da schau mal. Ich wohl einen Helden. Aua. Haha. Ha. Ich reiße euch in Stücke. Haha. Ha. Oh, ich habe einen Pfeil im Arm. Na, versuch's doch. Wenn du so weitermachst, kann ich ohne Probleme einfach selber einen Pfeil anziehen. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Sicher? Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Sicher? Ja! Bam. Nice. So, und wer kann sich jetzt vor wem nicht verstecken? Gucken wir mal. Was hat er denn Schönes? Langbogen, Dietrich, Gold. Eisendolch? Nee. Eisenpfeile nehmen wir mit. So. Schauen wir mal hier unten. Komm, den Pfeil nehmen wir mit. Hier ist einer in der Ecke. Eisenzweihänder. Naja. Gold. Nehmen wir mit. Gold ist immer gut. Und der Bandit hat einen Jagdbogen. Und ein Bier. Kein Wunder. Säuft bei der Arbeit. Kein Wunder, dass ich ihn so schnell platt kriege. Platt gemacht habe. Das hier sah vorher aus wie eine Tür, ne? Schauen wir erstmal hier oben. Ich frage mich gerade, wo... wo den ihr Krug sein soll. Lol. Gehen wir jetzt in den Tempel rein? Das könnte schwierig werden.